Recht herzlich willkommen zur 123. Folge von Kerbal Space Programm. Kurz einmal in die Aufträge reingeguckt, ob wir hier irgendwas mit Minmus finden oder so. Ich glaube, es ist das gleiche wie letztes Mal noch. Gut, dann ab in die Station und Kerbin Orbiter, das war glaube ich unser Gerät, was wir letztes Mal hatten, ne? So. Jo, das passt. Okay, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir in die Karte kommen und uns erstmal ausrichten. Inklination oder wie das Kind heißt, ne? Dass wir das auf Null bringen. Macht irgendwo Sinn, hier das zu machen. Da hinten ist er, ne? Kannst du aber gerade. Ne, das ist es. Nee, oder? Warte mal, erstmal müssen wir gucken, wen wir hier retten müssen. Martha, das ist. Mach mal weg hier, das ist erstmal falsch. Wir brauchen nicht Martha, wie heißt er? Und das ist Position, das ist nicht Explore Minmus, das können wir ausmachen, das können wir auch ausmachen. Science Data from Space Around Kerbin, das ist es. Also das können wir machen. Und Gibi heißt er. Und hier unten ist noch. Das ist das Heat Shield, was wir testen müssen. Kerbin Flying. Und da müssen wir gucken, dass wir die Höhe haben. Transmit on Request Scientist Data from Space Around Kerbin. Ja. Roter ist das Biom unter uns. Sehr schön. Und Gibi ist. Das ist Martha. Dann muss das da hinten rechts Gibi sein. Set das Target. So, jetzt geht da auch was, ne? ja. Trotz alledem ist es hier irgendwo zu setzen, dann das Manöver. Machen wir nochmal, ne? Ne, hier muss ich klicken, so war das. Oder bin ich jetzt voll tot? Ey, jetzt bin ich total Kira, oder? Da ist er. So, den nochmal weg. So. Jetzt habe ich so viel angeklickt, ne? Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ist was. Also kann es das jetzt sein? So, jetzt ist er weg. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn wir da dran vorbeidüsen gleich, ne? So, auf ein neues. So, da wird's mehr. Da wird's auch mehr. Das bedeutet, das muss wohl da die beste Stelle sein mit. Ja, ist es halt. Lass mal so. Schnell ausrichten noch. Okay, nicht da drauf drücken. Da unten ist er. Da ist der Punkt, wo wir hinlenken müssen. So, tacken nach rechts. Passt. Da müssen wir gleich einmal kurz anbrennen, ne? So. Kurz ein bisschen vorspulen, denke ich mal. 2 Minuten haben wir da unten stehen.
So, 50, 40, 30. Ausgerichtet sind wir richtig. Jetzt einmal kurz Gas geben, dann ist das rum, denke ich mal, ne, oder? 94 Meter die Sekunde, das ist nicht viel. Ich glaube, bei dem großen Triebwerk ist es auch sofort aus. Kann das sein? Naja, ein bisschen dauern tut es doch, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, ne? Alt-Stopp-Taste X wieder nicht erwischt. Shit. Y erwischt. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Das passt schon so. Das kann weg. Ist jetzt 04. Das ist jetzt erstmal egal. So, erstmal hier ein paar Sachen ausmachen, ey. Was da alle jetzt an ist. Das aus. Das auch aus. So. Wo ist denn unser Ziel jetzt? Das sind wir. Das ist Martha. Und das ist er. Gibby's Craft. Gut. Wenn wir das jetzt mal angucken, dann ist es so, dass wir... Oh. Jetzt mal eine Flugrichtung ausrichten erstmal. Ich glaube, wir machen einfach mal ein bisschen Änderung rein. Warte, das ist Gibi, das sind wir, ne? So, das heißt, wir machen mal ein Orbit irgendwo größer. Wenn er vor uns ist und wir sind hier. 2289, der ist schneller. Wir müssen eher langsamer sein, ne? Machen wir noch größer. So. So, lass mal Runden drehen ein paar. Ich glaube, wir sind langsamer, definitiv, oder? Martha ist da. Das können wir jetzt so machen. Martha holt jetzt auf, weil die in der Mitte ist. Und wir sind außen. Genau, Martha ist schneller. Wer näher dran ist, ist schneller. Also wir hätten jetzt schneller. Naja, ist aber auch okay so, denke ich. Was haben wir hier? Kerbin haben wir... Speed haben wir auch im Endeffekt. Wäre dann nur die Höhe hier und dann haben wir schon, ne? Flying ergibt sich, wenn man in der Atmosphäre ist, ne? Give it. Around Kerbin, das ist jetzt die Frage, wo ist Around Kerbin, ne? Konnte man das nicht hier irgendwo sehen? Ich glaube ja, ne? Martha hat gerade überholt. Es wird ewig dauern, sehe ich schon. Und wir können nicht schneller, weil wir zu nah dran sind. Mhm. Ja, dann warte mal. War doch, hat der Drallo mir mal, glaube ich, erzählt, ne? Wenn wir jetzt hier ins Space Center gehen, dann können wir doch schneller drehen. Das ist doch nur da, dass man nicht so schnell drehen kann, ne? Hier in der Station kann man schneller drehen. Kerbin Orbiter. So, jetzt können wir hier da oben Speed geben, ne? Und hier geht definitiv schneller.
Das ist Gibi, da sind wir. Oh. So, war schon passend wahrscheinlich. Ah, ich muss nur gucken, dass ich da nicht vorbeifahre, ne? Das sind Skibi, das sind wir. Okay. Gibi ist das. Ich glaube, jetzt können wir mal wieder reingehen, weil jetzt sind wir doch schon so, dass wir da eher hinkommen, ne? Gut. So, das ist Gibi, da sind wir. Ach, Target ist noch gesetzt. Ja, sonst wäre es auch nicht grün hier. Passt schon. Jetzt mal weiterdrehen. Können wir nur einen schneller? Nein, können wir nicht. So, jetzt holt er wieder auf. Jetzt müssen wir nur gleich überlegen, wie viel das ist. Hat er denn seine Merkmale hier? 76.000 und wir haben da 104.000. Ich glaube, wir sollten hier mal Retro brennen und hier schon mal so ein bisschen verkleinern. Ja, da kommen auch schon die ersten Zeichen, dass wir da irgendwo Bereiche haben, wo wir ein Rendezvous hinkriegen würden, ne? So. Ich glaube, es wird jetzt mehr dann, ne? Lassen wir mal. Fliegen jetzt erstmal ein Stück weiter vor. Und gucken dann, was wir tun müssen. Das ist noch Gebirge, ne? Ja, okay. Ich werde gleich nochmal näher kommen. Jetzt ist die Frage, in der nächsten Runde haben wir so einen kleinen Abstand. Oh, das sieht gut aus. Dann lassen wir das mal weiter fliegen. So, jetzt müsst ihr aufholen, ne? Weil wir haben den größeren Radius zu fliegen und er den kleineren. Sieht doch super aus, oder? Gut. Wenn wir jetzt ein bisschen vergrößern würden hier unten, ne? Dann würden wir noch aufholen. Ich glaube, das wäre besser. So. Schneller vor. Aber da noch ein bisschen. So, der Punkt ist vorbei. So, und was haben wir jetzt hier? 183 stehen. Jetzt müssten wir mal gerade Retro brennen, um den da hinten kleiner zu machen, ne?
Wie viel hat er denn hier so? 88 und da? 76. So. 29. Separation 26. 19. Hat das was damit zu tun? Ich weiß nicht. Aber wenn 20 drunter ist, ne, wo ist er denn jetzt? Ne, da war nicht, der ist es. Das lassen wir mal so stehen. Ich glaube, wir sind dann hier, wenn wir einmal rum sind, auf 10 Kilometer dran, ne? Kann das sein? Das ist 63. Lass mal schneller laufen. Das ist Gibi. 54. Ja, das sieht super aus. Genau. Lass mal hier gerade normale Geschwindigkeit nochmal nehmen. Und wir haben jetzt hier eine Höhe von 95. Und er hat ja 76 da und 88 da. Bleiben wir da? 84. Dann lass uns nochmal Retro brennen, dass wir das hier auf 76 vielleicht kriegen, ne? Da kriegen wir nämlich einen zweiten Punkt jetzt. So. Das sieht gut aus. Hier waren es aber 10. Das unten ist mehr, aber das ist jetzt erstmal egal. Also wir schneiden einmal hier die Bahn und einmal da die Bahn. Da ist es allerdings schlechter, hier ist es besser. Gut, das haben wir. Dann würde ich sagen, lassen wir das auch für die Runde erstmal gut sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.